Am Akku, wo bleibt der, ja? Schuh? Nächstes Jahr bei dir? Ich hab noch nicht gebumst. Nimmst du auf, Brudi? Sicher. Was geht ab, Leute? Lijanku hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute. Es ist endlich soweit, mein neues Auto. Endlich darf ich euch mein neues Auto vorstellen. Kurz vorab, bevor jetzt der ein oder andere kommentiert, ja, Leasing kann jeder machen. Das Auto ist nicht geleased, das Auto habe ich gekauft. Ne? Weil Leasing fühle ich nicht so. Ich hätte auch ein Auto leasen können, aber keine Ahnung, ich fühle das nicht so. Ich finde es aber auch nicht schlimm, wenn Leute irgendwie ein Auto leasen. Deswegen bleibt gechillt. Nochmal, bevor ich euch jetzt meinen Wagen zeige. Normalerweise wollte ich eigentlich ein CLS 350 CDI kaufen. Diesel natürlich 265 PS, aber halt von 2014 Baujahr. Ich habe ein bisschen an meine Familie gedacht, weil wir sind vierköpfige Familie. Mit meinem Hund sind wir fünfköpfige, haben wir noch eben. Und da dachte ich mir, ey komm, was ist, wenn wir mal weite Strecken fahren und so. Deswegen hole ich so ein Familienauto sozusagen. CLS ist ja, Bruder, CLS ist riesig, ne, weißt du ja. Ja, dann wurde es doch kein CLS. Mein Vater meinte, ey, du bist doch jung, wir haben zwei Autos. Ja, ne, hol dir doch was Jugendliches. So, ey, okay, tamam. Ja, Leute, dann wurde es ein C250D, ja, Diesel, Coupé. Für mich lohnt sich halt mehr Diesel, weil, wie soll ich euch sagen, ich fahre weite Strecken. Und für mich lohnt sich halt Diesel mehr. So, wenn ich jetzt einen Benziner geholt hätte, Digga, ich hätte mich behindert. Digga, der Tank hätte mich auseinandergenommen, ist einfach so, fuck, Bruder. Ja, zu viel geredet. Niki, du kannst einmal das Auto zeigen. Ja, das ist mein Auto. Komm mal her, Kollege, komm mal her. Was soll ich jetzt sagen? Das ist einfach mein neues Auto, Digga, was soll ich dazu sagen? Komm mal her, Niki. Für die Jugendlichen ist es ein Carbon-Spoiler. Der Vorbesitzer hatte den schon dran gemacht, oder der hatte den schon dran gehabt. Auf den Bildern sah der richtig komisch aus, Bruder, sag ich dir ehrlich. Ich hab den angerufen, ich meinte, kann man den Spoiler auch entfernen? Der meinte, ja, na klar. Und ey, ich fahr da hin, ich schau mir das Auto an, ich besichtige das Auto, ich gucke, Carbon-Spoiler, Digga, da macht alles aus an dem Auto. Das ist zu wild, Walla. Natürlich AMG-Ausstattung, Leute. Ich hätte das Auto eigentlich noch mal, normalerweise waschen sollen. Aber wir sind gerade auf Landstraße gefahren, normal haben wir noch im ganzen Fliegen weggeklatscht. Komm mal her, Bruder. So, hey. Zeig einfach so ein bisschen. So, Leute, wir haben jetzt hier, einmal das größere Bildschirm, es gibt ja mittlerweile aber auch schon Widescreen. Es gibt einmal den ganz kleinen, dann gibt es diesen größeren Command-System, soweit ich weiß, den habe ich. Ja, schön hier, komm mal, gib mal kurz die Kamera. Schön hier Keyless. Was soll ich euch dazu sagen, Digga? Ich bin auf jeden Fall glücklich mit dem Wagen. Lenkrad ist schön, alles ist schön. Panoramadach kannst du einmal zeigen. Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Auto, so. Ich kann mich nicht beschweren. Habe ich schon die technischen Daten gesagt, Niki? Nein, ne? Nee. Also das Auto hat 204 PS von 0 auf 100, ich glaube in 6,7 Sekunden, wenn ich mich nicht irre. Ihr könnt mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Ich sag euch ehrlich, es ist echt ein schönes Auto. Ich bin davor einen Mitsubishi ASX gefahren. Ist ein Mini-Jeep. Ich sag euch ehrlich, der hat mich nie im Stich gelassen. Hinten auch schön Platz gehabt. Der Kameramann lacht schon, warum hinten viel Platz gab. Ja, wir haben hinten Monopoly gespielt, Bruder. Nein, Spaß beiseite, Leute. Ich sag euch ehrlich, Autos sind ist einfach nur ein Luxusgegenstand, sag ich euch, wie es ist. Aber ich sag euch auch ehrlich, ich bin ein Autofreak. Also, was heißt Autofreak? Ich wollte schon immer einen Stern haben und den Traum habe ich mir dann auch verwirklicht. Ich sag euch mal so, es ist nicht selbstverständlich, dass man mit 20 Jahren so ein schönes Auto fährt. Also, für mich ist das ein Traum immer noch. Ich habe es noch nicht realisiert. Ich fahre das Auto schon seit einer Woche, habe auch schon Tank auseinandergenommen, obwohl Diesel ist. Ich habe schon dreimal getankt, Bruder, in 7 Tagen. Dreimal vollgetankt in 7 Tagen, Bruder. Stell dir mal vor, Alter. Wie gesagt, der Wagen ist erste Hand, ne? 50.000 nur gelaufen. Also ich bin jetzt zweite Hand natürlich, ne? Logisch. 50.000 gelaufen. Das ist nichts, ne? Für Diesel ist das gar nichts, Alter. Was soll ich euch noch sagen, Niki? Fällt dir was ein? Was soll ich noch sagen, Digga? Ja, komm mal, warte. Haben wir da ein bisschen drauf, bin es Weihnachten. Ach, komm mal her, Bruder. 19 Zoll AMG-Felgen. Das sind ja noch die Sommerreifen, ne? Ich werde mir jetzt aber auch noch Winterreifen kaufen. Auch wieder, boah, teuer, ja? Walla, 19 Zoll Winterreifen, Bruder. Sind teuer, Alter. Was willst du noch in Zukunft ändern? Bruder, komm mal her. Ich habe mir überlegt, vielleicht die Chromleisten schwarz zu folieren. Ich finde, das sieht ein bisschen besser aus dann, oder? Kommt drauf an, guck mal. Wegen diesen Felgen passt das auch, weil sie sind ja auch chrom. Die sind jetzt zwar ein bisschen dreckig geworden. Sorry, Leute, wir waren gerade noch auf Landstraße. Haben ganz Fliegen genommen. Kannst du dir mal die Front zeigen, Bruder? Ja, klar. Komm mal mit. Schön Diamantkühlergrill. Das wollte ich schon immer haben. Und ja, macht kein Auge, bitte. Leute, gönnt mir. Macht kein Auge. Walla, Billa, ich gönne euch das 100-fache zurück. Leute, tut mir jetzt leid. Welche Dame? Ah, ja. Ist das schlimm, dass man sie filmt? Ist das schlimm, dass man sie filmt? Nein, nein. Man sieht sie vielleicht im Hintergrund, deswegen. Ist das schlimm? Ganz schlimm. Wird er wahrscheinlich dran sterben. Also ist das okay. Alles klar. Dankeschön. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Ja, viele fragen sich jetzt, ey, Kofferraum ist doch wahrscheinlich klein. Walla, Kofferraum reicht komplett. Und man sagt ja auch, Coupé ist irgendwie kurz oder ist nicht so lang. Walla, wie lang? Coupé ist lang. Ich könnte sogar schwören, ist fast so lang wie Limousine, Alter. Kann das sein? Könnte genau. Ich hab gesehen, in den Papieren steht irgendwie 4 Meter irgendwas, Bruder. Ich weiß jetzt, ich bin mir nicht sicher. Ich muss auch noch lernen, Digga. Hier ist schön, Kofferraum ist viel Platz, Alter.
Kannst ja mal einmal reinfilmen. Was auch brutal aussieht, sieht das da unten aus. Findest du? Ja, ich schwör's dir, ich fand das Weiße früher so hässlich. Aber seitdem ich das habe, seitdem ich das selbst habe, habe ich angefangen, das zu lieben. So, das sieht echt schon wild aus. So. Ja, so ich, was kann ich jetzt nur sagen, Niki, Alter? Kennzeichen sieht auch brutal aus. Ja, Kennzeichen, das war, Bruder, ich schwöre, was ich dazu sagen muss. Ich habe geträumt, dass ich so ein Kennzeichen habe. Ich habe geträumt, dass ich einen weißen C-Coupé gefahren bin. Vor einem Jahr oder so. Mit diesem Kennzeichen. Genau mit diesem Kennzeichen. So Leute, ich wollte mich nochmal entschuldigen für diese schlechte Audioqualität. Das lag daran, weil es so windig war. Also an dem Tag war es wirklich sehr, sehr windig. Und das haben wir erst gemerkt, wo ich zu Hause war. Also, dass die Audioqualität so schlecht ist. Und ich wollte das Video trotzdem hochladen. Hier bedanke ich mich gerade bei euch. Dankeschön auf jeden Fall, dass es euch gibt. Jetzt kommt natürlich wieder dieser YouTube-Standardspruch. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Aber es stimmt wirklich, Leute. Ohne euch wäre das wirklich nicht möglich gewesen. Ohne euch wäre ich hier depressiv auf Baustelle zusammen mit meinem Onkel und hätte gar keinen Bock mehr auf mein Leben. Pause mal, Dankeschön. Danke, dass es euch gibt. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Nicht so wie diese ganzen anderen YouTuber, die meckern, wenn, keine Ahnung, mal die Klicks in die Knie gehen. Ich weiß alles zu schätzen. Ich weiß 10.000 Klicks zu schätzen. Ich weiß einen Klick zu schätzen. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich bin auf jeden Fall glücklich. Natürlich wird der ein oder andere auch hier dick Auge machen. Aber was soll man machen? Es gibt halt Menschen, die einem nichts gönnen. Ist einfach so, was soll man? Kann ich ja nicht ändern, aber irgendwas soll ich machen. Was mich aber ein bisschen jetzt verletzt, Bruder, soll ich dir mal was zeigen? Das will ich euch aber auch zeigen. Komm mal her. Bisschen gefickt, ja. Ich hab die Felgen habe ich ein bisschen gefickt, Alter. Guck mal, Digga, was habe ich damit gemacht? Richtig wild ist, Wallah, was ich sehr, sehr krass finde und auch vermisst habe. Mein Vater ist ja auch damals ein CLK Coupé gefahren. Das war auch damals ein richtiger Traumwagen, ne? Zu dieser damaligen Zeit war das ein richtiger Traumwagen. Guck mal, Bruder. Ich glaube aber, das ist bei allen Coupés so, ne, Bruder? Guck mal, ich mache hier Motor an. Salam alaikum. Ja, Leute, was soll ich euch noch dazu sagen? Ist das hell, Bruder? Ich mache wieder Panorama doch auf, Alter. Was ist los hier? Boah, sehr wild, der. Mafia, Mafia. Boah, jetzt scheint die Sonne richtig, Digga. Okay. Wie gesagt, Leute, ihr könnt alles erreichen, ne? Ihr müsst das aber nur zu 1.000.000% aus dem Herzen machen. Nicht einfach so auf Krampf und an das Geld denken. Und jetzt mittlerweile Ausgangssperre, Digga. 22 Uhr müsst ihr zu Hause sein. Ich kann das Auto gar nicht richtig genießen, Alter. Wie gesagt, Dankeschön, dass es euch gibt. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, ganz, ganz wichtig. Dankeschön nochmal an Niki. Habibi. Kameramann Niki. Was soll ich machen? Ja, drücken, Bruder, das ist ein Diesel. Da kommt kein Sound drauf. Meinst du? Ja. Wer weiß, du? Nein. Guck, kein Song. Bruder, das ist kein AMG, Leiter. Sure. Ja, meine Freunde, Dankeschön auf jeden Fall. Danke, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Passt auf euch auf, bleibt gesund und haut rein. Hau rein. Niki sagt auch, hau rein. Hau rein. Hau rein. Du hast dir auf jeden Fall was ermöglicht, Bruder. Das sei dir auf jeden Fall krass gegönnt, Bro. Dankeschön, Bruder. Du hast auf jeden Fall. Tschüss, Alter. Bruder, kannst du Kamera festhalten, Habibi? Safe.